Servus Internet, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von Neues aus Wikihausen. Heute eine Breaking News sozusagen, und das liegt daran, dass wir reagieren auf die aktuellen Ereignisse zum Thema englische Wikipedia. Ich habe in der Leitung Dirk Pohlmann von unterwegs. Dirk, du hast immer deine Kameraausrüstung dabei, oder wie ist das? Ja, ich bin in der Welthauptstadt des Universums Leipzig mit der freundlichen Unterstützung von Robert Fleischer, der mitmacht, weil wir jetzt wirklich Breaking News haben. Ja. Okay, alles klar. Können hier in seinem Studio, also hier, ich bin nicht im Heizungskeller von meiner Frau eingesperrt worden, sondern wir sind in seinem Studio. Ich befürchte es schon. Völlig zu Recht, aber da werde ich nicht gefilmt. Okay. Ja, das heutige Thema beschäftigt sich mit einem interessanten Benutzer der englischen Wikipedia. Der Name ist Philip Cross, und der ist jetzt in den letzten zwei, drei Wochen interessant geworden, weil sich nämlich Craig Murray mit dem Charakter beschäftigt hat. Und wir sehen doch sehr starke Parallelen zu einigen Charakteren aus der deutschen Wikipedia. Aber genaueres erzählst du uns jetzt bitte. Okay, also Craig Murray war der ehemalige britische Botschafter in Usbekistan, ist die wichtigste Informationsquelle überhaupt weltweit, würde ich sagen, im Fall Skripal geworden. Einmal durch seine Russischkenntnisse, weil er in Usbekistan, wo das Novichok hergestellt wurde, Botschafter war, und wegen seiner extrem guten Verbindungen. Er ist ein Kritiker der 2003er Invasion im Irak gewesen und hat viele, viele Leute, die ihm Informationen zutragen. Also der Blog von Craig Murray ist einer der empfehlenswertesten, die es überhaupt gibt. Um sich anzugucken, ist, glaube ich, einer der populärsten in England sogar, wenn ich das richtig verstanden habe. Und der hat sich beschäftigt damit, dass in der Wikipedia, das, was wir für Deutschland kennen, ist denen in England jetzt aufgefallen. Das heißt, dass Leute, die nicht in die Transatlantifa-Richtung arbeiten, massiv diskreditiert werden, die Einträge umgeschrieben werden, Leute, die in die Richtung arbeiten, gelobt und hochgepusht werden da drin, dass Einträge bearbeitet werden. Und einer der wichtigsten Einträge ist der von George Galloway gewesen, also einem bekannten englischen Politiker, der bei der Labour war, linke Position hat, extrem kriegskritisch, der von dieser Person Philip Cross bearbeitet wurde. Und Philip Cross war jetzt so aktiv, so hyperaktiv in Wikipedia, dass er von Craig Murray nicht für eine reale Person, sondern für eine Identität gehalten wurde, hinter der andere Leute arbeiten. Er hat also ein dermaßenes Pensum dahingelegt, sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr, inklusive Weihnachten und Ostern, dass Craig Murray diese Hypothese hatte, dass es jemand anders ist. Und Galloway, der Politiker also, der schwer zu leiden hatte unter Philip Cross, hatte 1000 Pfund Belohnung ausgeschrieben, falls jemand die Identität, die feststellen kann, weil er ihm auch juristisch an den Kragen wollte oder will. Da ist ja das Problem Wikipedia, man weiß ja nie, wer diese Sachen da verzapft. Ist die Sache jetzt also im angloamerikanischen Bereich, so würde ich sagen, ist auf einmal Wikipedia in der Weise, wie wir es schon beschreiben, seit einiger Zeit auch aktenkundig geworden. Ja, nun ist es ja so, dass wir in der deutschen Wikipedia tatsächlich solche Benutzer haben. Also das heißt, wir haben ja schon lange vor 3 Jahren schon beschrieben, dass nämlich zum Beispiel ein Benutzer Copilot, also ein ziemlich genau das gleiche Profil hat. Also wenn ich mich recht entsinne, soll dieser Philip Cross 133.000 Edits gemacht haben, und also insgesamt in seiner gesamten Laufbahn, und in den letzten Jahren, wie du sagst, halt zu Weihnachten und Ostern geschrieben haben. Das exakt das gleiche habe ich wortgleich sogar in den Film Die dunkle Seite der Wikipedia zum Thema Copilot gebracht. Also genau der hat es genauso gemacht. Also es sind bestimmte Charaktere, die in der Wikipedia besonders viel und besonders lange schreiben können. Das kann nicht jeder Benutzer. Man muss sicherlich eine besondere Fähigkeit haben, sich Daten anzusehen. Wir kommen gleich dazu, woran das vielleicht liegen könnte. Und man muss vielleicht auch eine ganz besondere Form von Sozialleben haben, weil ansonsten schafft man das nicht, also den ganzen Tag über zu editieren. Zum Beispiel habe ich bei Philip Cross eine ganz interessante Geschichte gefunden. Er schreibt ja auf seiner Homepage, dass er Andrew Philip Cross heißt. Das können wir jetzt hier oben sehen. Und das ist aber gar nicht so interessant. Also er ist 1963 geboren, okay. Was ich viel interessanter fand, ist das, was er hier unten schreibt. Und zwar, das ist übrigens in einer Version, ich muss mal ganz kurz nachgucken, vorherige Folie, das ist in einer Version vom 27. Dezember 2008 von 15:38 Uhr eingetragen.
Das war so, dass ich mir schon dachte, dass man sowas auf sehr alten Seiten in der Wikipedia findet. Also jeder Benutzer kann eine Visitenkarte in der Wikipedia hinterlassen, kann dort Daten zu seiner Person eintragen, kann, muss nicht. Einige haben das gemacht früher und dann ist ihnen später aufgefallen, das ist vielleicht dann doch nicht so ganz so gut, wenn da so viele Daten über einen drinstehen und hat das dann später gelöscht. Aber man findet das immer noch, indem man nämlich in die Versionshistorie der Wikipedia guckt, zu dieser Visitenkarte, zu den einzelnen Editoren. Und da hat also auch jetzt unser Philip Cross eingetragen, dass er klassische Musik toll findet und alles Mögliche und dass er auch Jazzmusik toll findet. Aber was ich viel interessanter finde, ist dieser kleine Kasten da oben links. Und da steht ASP vor. This user has been diagnosed with Asperger Syndrome. Was ist das? Asperger Syndrom ist eine Form des Autismus. Also das sind es ist noch nicht so klar, ob man das als Störung bezeichnet, wird in der Psychiatrie allerdings behandelt. Er bezeichnet sich ja auch als psychiatrischen Überlebenden auf dieser Webseite. Ein Drittel dieser Leute mit Asperger, die meistens Probleme haben, oder nicht, das ist ein Teil der Diagnose, in Sozialkontakten, also können schlecht emotionale Interaktionen so verstehen, dass sie Reaktionen zeigen, die für die andere Seite wieder verständlich sind. Also die haben oft gestörte Sozialbeziehungen, weil sie einfach nicht richtig reagieren können auf emotionale Ansprache, sind aber ein Drittel von diesen Personen sind Inselbegabung, also haben extrem hohe Fähigkeiten auf anderer Seite. Intelligenzmäßig sind sie quasi normal verteilt, aber zum Beispiel, dass sie fotografisches Gedächtnis haben oder in immens kurzer Zeit quasi, also Beispiel ist, komme ich dazu, 1500 Wörter pro Minute lesen können. Und dass sie in der Lage sind, stundenlang konzentriert an Texten zu arbeiten, die durchzuarbeiten. Das ist also zum Teil sehr wertvoll, wenn man das will. Es wird auch gesagt, dass zum Beispiel fast alle Wissenschaftler und Künstler irgendwie so eine autistische Seite haben müssen, um wirklich gut zu sein. Okay, aber diese Leute werden gerne verwendet und jetzt kommt's, insbesondere in England, vom britischen GCHQ, also dem englischen NSA Datenabschöpfgeheimdienst, der sich damit beschäftigt, E-Mails, Telefonate und so weiter zu überwachen. Das heißt, dazu werden wir einen Link reinstellen, gibt verschiedene Artikel dazu. GCHQ sucht Leute mit Asperger, um sie für diese Sachen zu nutzen. Und jetzt ist es so, wir haben also anhand dieser Angaben, ist es nicht so rasend schwierig mehr, wenn man diese Angaben, die du gefunden hast, reinsieht, dann kommt man dazu, dass man ihn findet mit einer entsprechenden Altersangabe versehen. Ist also ziemlich sicher, dass Philip Cross in Risbeck, Cambridgeshire, lebt. Wir haben sogar die Telefonnummer, es hat aber keinen Zweck, dort anzurufen. George Galloway hat das offenbar das Gleiche und hat heute Morgen ein Video rausgegeben, in dem er beschreibt, dass er weiß, wo Philip Cross wohnt, wie wir es auch wissen, dass er seine Telefonnummer hat, aber obendrauf, dass er weiß, wer sein Handler ist. Und Handler ist jetzt ein Ausdruck eigentlich aus der Geheimdienstsprache mit Führungsoffizier zu übersetzen. Mhm. Also es ist offenbar so, dass Philip Cross als inselbegabter Autist genutzt wird von jemandem, er sagt, es sei eine bedeutende Person, also für die Zwecke, dass er also nicht auf eigene Aktivität sozusagen los ist, sondern dass da jemand dahinter steht. Das ist die Behauptung von George Galloway, die wir nicht überprüfen können, weil wir da keine Informationen zu haben. Aber es deckt sich eben mit dem, was man weiß darüber, wie diese Autisten genutzt werden. Und das wäre natürlich ein Hammer, wenn wir jetzt auf der englischen Seite gleich eine Einflussnahme politisch, staatlich, wie auch immer, geheimdienstlich, militärisch, also manipulativ in die Wikipedia nachweisen könnten. Und es ist bestimmt interessant, das weiter zu verfolgen. Ja, es ist vor allen Dingen auch so, dass wir auch mal feststellen sollten, ganz vorneweg, dass die Benutzer, die in die Wikipedia reinschreiben und die jetzt zum Beispiel andere Leute mit einer Rufmordkampagne überziehen, ich glaube, das sind keine bösen Menschen. Nicht alle davon, vielleicht einige wenige, aber ich denke, dass viele Benutzer, die in die Wikipedia reinschreiben, die solche Unmöglichkeiten da reinschreiben, dass Leute Antisemiten werden oder solche Geschichten. Also das hast du ja schon mal beschrieben. Ja, das ist übrigens auch in diesem Fall. Also ja, das steht sogar in den Artikeln mit dabei, dass das eine der ersten Methoden der Diskreditierung ist, jemanden als Antisemiten zu bezeichnen. Funktioniert ja wunderbar, will keiner was mit zu tun haben dann.
Ja, das heißt, wir haben es eben mit einer Form von Zersetzung. Also es gibt die Unterlagen, die Snowden mitgebracht hat, wo der GCHQ, das ist eine Schulung, wo gezeigt wird, wie man im Internet Personen diskreditieren kann, wo diese Sachen zum Tragen kommen. Da ist also Antisemit, Verschwörungstheoretiker, das sind so die Stichworte, da komme ich gleich dazu. Das ist nämlich genau der Aufhänger, weswegen ich das jetzt eben gerade gesagt habe. Also ich wollte nur noch festhalten, also dass diese wirklich, diese Personen bestimmt nicht von Grund auf böse sind, aber sie werden, wie du schon gesagt hast, wahrscheinlich gebraucht oder missbraucht von außen, um in die Wikipedia solche Informationen hineinzutragen. Man muss auch dazu wissen, ich glaube nicht, dass jeder Geheimdienstler da mal einfach so eben schnell in die Wikipedia einsteigen kann. Da muss man sich schon mit auskennen mit dem System, vor allem auch mit den Geflogenheiten. Man kann nicht einfach so einen riesengroßen Passus von 10.000 Buchstaben da einfach mal eintragen mit sämtlichen Hasstiraden über einen Politiker. Das muss man schön subkutan machen, in kleinen Bröckchen, und das beobachten wir immer wieder, dass also die Informationen in kleinen Häppchen eingebaut werden. Und das kann man auch ziemlich gut bei Philip Cross sehen. Das sehen wir zum Beispiel bei Felix, wir sehen es bei Co-Pilot, bei Vieh, bei Jonas da, bei Jos Fritz und so weiter. Also wir sehen, dass da Information immer in kleinen Häppchen eingefügt wird, und das Gesamtbild, was am Ende entsteht, ist ziemlich unterirdisch, wenn man sich dann so einen Artikel zu einer Person anschaut. Ich komme zum GCHQ, und da gab es schon in meinem ersten Film, also bei der dunklen Seite der Wikipedia, bei Laufzeit Stunde 10 Minuten, also eine Stunde 10 Minuten, gab es folgendes Zitat. Der GCHQ, das ist ein schweres Wort, GCHQ, und die NSA versuchen, Debatten im Internet zu infiltrieren, zu kontrollieren und zu manipulieren, um ihre Ziele durchzusetzen. Das ergebe sich aus Dokumenten des NSA-Whistleblowers Edward Snowden, die der US-Fernsehsender NBC in den vergangenen Wochen enthüllt hat, erklärt Glenn Greenwald. Das geht zurück auf ein Quellenzitat, was ich damals genommen habe, von Martin Holland: NSA-Skandal, Geheimdienste manipulieren und diskreditieren im Netz, auf Heise Online. Wir haben auch schon gemerkt, dass also Heise Online natürlich keine reputable Quelle ist für die Wikipedia. Warum wohl nicht? Weil natürlich Heise genau solche brisanten Informationen bringt. Insgesamt war das eine Information... Eine der wichtigsten Quellen, wenn man sich solide, kritisch informieren will, ist Telepolis Heise. Genau, richtig. Aber es war nicht die einzige Quelle. Es waren 5 Quellen, die angegeben wurden, um bei dem Thema Verschwörungstheorien, was, wie wir seit letzter Sendung wissen, sagen wir mal, vorwiegend vom Benutzer Vieh editiert wird, beziehungsweise beansprucht wird, wollen wir es mal so sagen. Also er editiert ja sehr viel und passt sehr gut auf, was da drin steht. Und es war auch Vieh, der diesen Eintrag wieder ausgetragen hat, nämlich dass das Wort Verschwörungstheorie besonders deswegen benutzt wird, um Leute zu diskreditieren. Also, da schreibt jemand rein, das wird benutzt, um jemanden zu diskreditieren, nimmt 5 Quellen und unterstützt das damit. Alles Quellen, wie ich eben genannt habe, es war Heise Online, ABC, NBC News und so weiter, die alle dann wiederum auf Glenn Greenwald verwiesen haben. Und dann sagt dann Vieh, bitte nur reputable Quellen benutzen. Ja, also 5 reputable Quellen reichen ihm nicht aus, aber andererseits reicht ihm keine einzige Quelle aus, um mal eben festzustellen, dass Ganser einer der bekanntesten Truther in der deutschen Szene wäre, so ungefähr, wenn ich es recht in Erinnerung habe. Ich verweise da auf den Film Die dunkle Seite der Wikipedia an der Stelle, da haben wir das nämlich genau dokumentiert. Also das ist schon ziemlich eindeutig, worum es hier geht. Zurück zu David Cross. David Cross ist ja auch schon, Entschuldigung, David, Philip Cross. Philip Cross, genau. Ich weiß nicht, wie ich auf den Namen David komme. Philip Cross ist ja schon erwähnt worden bei Craig Murray, und er hat ja dort einige Statistiken gezeigt, und das finde ich ganz interessant, auch für die Benutzer, um das mal wieder klarzustellen. Sie können eine ganze Menge über die Wikipedia erfahren, wenn sie auf die zugehörigen Statistiktools gehen. Und es gibt eine Seite, die nennt sich tools.wfmlabs.org, und dort kann man zum Beispiel auch die Statistiken zum Schreibverhalten verschiedener Benutzer herunterladen. Und da findet man bei Philip Cross zum Beispiel, dass er quasi rund um die Uhr an 7 Tagen die Woche editiert. So hat es Craig Murray herausgebracht. Ich wäre da etwas vorsichtig. Ich glaube, das stimmt natürlich, im Jahresschnitt stimmt sowas. Aber man muss im Feinen natürlich schauen, wie sieht denn das sonst so aus in der Woche. Und da sieht man schon, dass es eben nicht so regelmäßig ist jeden Tag, wie wenn jemand da zur Arbeit gehen würde, sondern dass halt mal die Lücke beim Montag auftaucht, mal taucht eine Arbeitslücke am Dienstag auf, mal am Mittwoch und so weiter. Das mittelt sich dann insgesamt dann halt zu einem
gleichmäßigen Arbeitspensum heraus, aber eben nicht so, wie das hier dargestellt wird, also dass es quasi so eine Art feste Arbeitszeit ist. Auch die Vermutung innerhalb der englischen Presse oder innerhalb der englischen alternativen Presse, dass es sich bei Philip Cross um ein multiples Konto handelt, also wo mehrere Personen editieren, halte ich für nicht unbedingt naheliegend. Wir sehen es auch in der deutschen Wikipedia, dass solche Konten existieren, die durchaus von einer Person editiert werden. Was man da sehen kann, ist aber vor allen Dingen, dass er auch, also wann er angefangen hat, er hat nämlich im Jahr 2004 im 10. Monat angefangen, hat das erste Mal da irgendwie 59 Edits gemacht. Und das steigert sich dann über die Jahre. Ein erster Höhepunkt war zum Beispiel im Jahr 2006, da hat er im 8. Monat, also im August, hat er 782 Edits gemacht. Und wir sehen zum Beispiel, dass er jetzt, gerade in dem letzten Monat, also im April 2018, hat er 2385 Edits gemacht. Und das ist ein deutlicher Sprung im Vergleich zu den vorherigen Monaten. Dort bewegten sich die Werte immer so um, ja, 1500 Maximum und vielleicht 900 Minimum. Also da im Mittel immer so. So, sagen wir mal, so im Mittel so 1200 Edits immer. Und plötzlich sticht so etwas heraus. Ich würde jetzt mal den Verdacht äußern, dass es da vielleicht ein Ereignis gab, vielleicht von außen, so wie du sagst, vielleicht vom GCHQ, wir wissen es ja nicht, ne? Was dazu geführt hat, dass er jetzt hier plötzlich besonders viel schreibt. Und wir können noch mehr sehen, denn wir können auch sehen, welche Artikel hat er denn maßgeblich editiert oder was sind die Hauptartikel, die er editiert hat. Und da hat der George Galloway wirklich recht, dass er auf die Palme geht, oder weil er ist der Hauptleidtragende von den Edits von diesem Philip Cross, denn Philip Cross hat bei ihm 1799 Edits bis jetzt in dem Artikel der Wikipedia zu George Galloway gemacht. Nächster Platz wären 851 Edits für Medialens und das geht so weiter. Irgendwann mal so 496 Edits für The Sun. Und ganz unten ist mit 437 Edits Duke Ellington. Da wissen wir jetzt nicht, ob er Take the A-Train editiert hat. Wir wissen es nicht. Ist das aber auch wäre eine Leistung. Ich dachte immer, das wäre jemand anders gewesen. Gut. Okay, ja, und dann dachte ich mir natürlich, was machen wir jetzt mit der deutschen Wikipedia? Gucken wir doch mal nach, wie sieht es aus mit George Galloway in der deutschen Wikipedia, und es gibt da auch eine Auffälligkeit, und zwar gab es dann doch mal also einen größeren Batzen an Negativ-Einträgen zu George Galloway, und zwar am 25. Januar 2006 eingetragen von Sir Don, keine Ahnung, wie das jetzt ausgesprochen wird. Und das ist interessant, denn da kam ein ganzer Batzen an Negativ-Einträgen. Zum Beispiel, George Galloway ist in Teilen der britischen Linken relativ umstritten. Oder nächster Eintrag. Galloway pflegt eine von Kritiklosigkeit bis Bewunderung geprägtes Verhältnis zu Regimen wie im Irak unter Saddam Hussein und heute in Syrien. Oder Galloway vernachlässige seine Arbeit im Parlament. Oder Galloway weigere sich, wie in Teilen in der britischen Linken üblich, den Teil der Abgeordnetenentschädigungen, die über einen Facharbeiterlohn hinausgehen, an die Organisationen oder wohltätige Projekte abzuführen. Also solche Sachen halt, ne? Also nur Negativeinträge. Und das heißt, also wir sehen auch in der deutschen Wikipedia kommt dieser Galloway nicht besonders gut weg. Und warum nicht? Kannst du es nochmal vielleicht mal sagen? Also wer ist dieser George Galloway? Ganz aus dem Ja, Blick. Ist einer der bekanntesten linken Antikriegspolitiker in Großbritannien, der eine große, sozusagen deutliche Worte spricht, viele Follower hat dabei. Also eine zentrale Figur ist, in der wird halt auch im deutschen Wikipedia gekrone schmalzt, ja, würde ich das nennen. Also sozusagen auf bedeutungslos idiotisch runtergeschrieben. Das heißt also, gekrone schmalzt ist jetzt das Synonym für, sie werden mit einer Rufmordkampagne in der Wikipedia überzogen. Ja, genau, das ist dann, so geht es ja ungefähr. Also jetzt abgesehen von Psiram oder solchen Sachen, wo das ja sozusagen, die nur zu diesem Zweck existieren. Mein Eintrag ist ja, seit wir das hier machen, auch bearbeitet worden von Felix. Hallo Felix, wir werden uns auch noch genau mit dir beschäftigen. Das ist die Methodik, die angewendet wird. Wenn man auffällig wird, wird man von diesen Leuten diskreditiert, runtergeschrieben. Nicht nur übrigens, bei Philip Cross ist es so, dass er auch Leute hochschreibt. Zum Beispiel die BBC-Journalistin Emma Barnett, die als ganz scharfer Hund
ein Beißerling pro Regierung, also pro konservative Regierung aufgefallen ist. Die hat eine etwas unrühmliche Vergangenheit. Ihre Eltern haben ein Bordell betrieben und haben damit viel Geld verdient, mit dem sie Privatschule finanziert wurde. Und das hat Philip Cross umgeschrieben, dass der Vater Geschäftsmann war und die Mutter Hausfrau. Also das heißt, da wird auch in diese Richtung getunt. Das war durchaus juristisch relevant auch vorher. Ja, aber da sieht man mal, wie gearbeitet wird. Also das heißt, wir haben es hier mit massiven, massiven Umschreibungen von, das ist Orwellsch, ja, also Orwell, Änderung von Geschichte. Und für mich ist immer frappierend, dass wir Regierungen haben, die sich damit beschäftigen, mit Hate Speech und mit Fake News und wie man denn das verhindern kann, diese schlimmen, schlimmen Sachen in den sozialen Medien. Und das hier läuft vollkommen an ihnen vorbei. Das interessiert sie nicht. Es sind die richtigen Manipulationen, die durchgeführt werden. Da muss man nichts unternehmen. Es geht ja nur darum, also Sender wie RT oder andere werden sozusagen, die dürfen die Studios zum Beispiel jetzt hier in Leipzig, wo wir gerade sind, nicht mehr benutzen. Die werden diskreditiert. In den USA werden sie aus dem Kabelnetz rausgekommen wegen Propaganda. Und sowas wie das hier geht durch, ist in Ordnung. Passt zum westlich-demokratischen Verständnis offenbar. Also wir sind ja schon seit über 3 Jahren an dem Thema dran, zum Thema Wikipedia. Und es ist ja auch so, dass also wirklich in den öffentlich-rechtlichen Medien läuft nichts zu Wikipedia, außer das übliche Gedudel, dass die Wikipedia doch ein ganz tolles Lexikon sei und dass da alles ganz super wäre. Und wenn mal was Kritisches kommt, dann kommt meistens sowas wie Politiker XYZ hat versucht, seinen Eintrag zu frisieren und die weißen Ritter aus der Wikipedia haben das glorreich abgewehrt. Sofort verhindert. Ja, ja, genau. Oder da wurden irgendwelche es wurden so und so viele 1000 PCs gesperrt, weil irgendwie aus dem thüringischen Parlament versucht wurde, herauszueditieren, dass doch die ganzen Thüringer, oder wer war das, oder Sachsen, dass die ganzen Sachsen da irgendwie alles Rechtsradikale wären. Also so solche Meldungen kommen und wenn man dann sieht, auf welche Benutzer beziehen die sich denn, also welche Benutzeraussagen stehen denn dahinter, also welche Wikipedia-Benutzer haben denn das erzählt? Dann lese ich auf einmal, oh, da ist ein Jos Fritz dabei, zum Beispiel wie bei dieser Magister-Episode, dass also der Magister im Schiedsgericht wäre und da haben sich alle beschwert, das wäre jetzt ein AfD-Mann, ne? Und er ist ja eigentlich nie auffällig gewesen, dieser Magister, abgesehen davon, dass er in der AfD sei, ne? Und vorher hat sich nie jemand zu ihm beschwert, aber dann beschwert sich ein Jos Fritz. Wenn ich die Leute dann durchlese, dann denke ich mir so, ach, Jos Fritz, ganz, ganz interessant, also einer von unserer Transatlantifa, ja? Also das heißt, also die Leute melden sich dann zu Wort, von denen wir wissen, dass sie die Manipulatoren der Wikipedia eigentlich sind. Also da wird wirklich, wie du schon sagtest, da werden die Böcke zu Gärtnern gemacht. Ja, was bleibt am Ende? Naja, das Gute ist, dass das Thema seine bundesdeutschen Grenzen überschritten hat. Es ist klar, es dreht sich um ein internationales Phänomen. Wikipedia ist ein internationales Problem. Es ist ein Desinformationsproblem. Es hat eine Monopolstellung. Ich habe bereits im dritten oder vierten, weiß jetzt gar nicht mehr, darauf hingewiesen, dass das verfassungsrechtlich so bedenklich ist, dass ich mich nicht scheue, das als verfassungswidrig zu bezeichnen. Ich denke, da sollten wirklich Juristen ran. Also diese Monopolmanipulation ist etwas, was für Rundfunkanstalten das sozusagen Worst Case, der verhindert werden sollte. Und dass man sich weiter damit beschäftigen sollte, was jetzt in England rauskommt. Weil wenn wir es tatsächlich mit einer Geheimdiensthinterlegung oder einer sozusagen politisch genutzten Wikipedia-Manipulation zu tun haben, sind wir auf einem anderen Level, als wenn da sich eine Gruppe von Leuten trifft. Zirdon übrigens, habe ich nachgeguckt, ist wieder aus diesem Gamer-Universum oder Comic-Universum eine Figur, wo wir wissen, dass sie sich solche Namen geben, was dafür spricht, dass er in aller Vorsicht wahrscheinlich auch in diesen Kreis reingehört. Das ist kein Beweis, aber es ist ein Indiz dafür, dass wir es mit einer Sache, die eigentlich unbedingt bearbeitet werden müsste. Also Wikipedia ist etwas, was reformiert werden muss. Und die Tatsache, dass über viele Jahre diese Manipulationen möglich sind, bekannt wird, angegriffen werden. Jimmy Wales, das kann man auch sehr schön bei Craig Murray nachlesen, sich beleidigend eigentlich äußert dazu, wenn er darauf hingewiesen wird, dass manipuliert wird. Er hat überhaupt kein Interesse daran, das zu ändern. Jimmy Wales ist so eng mit Tony Blair verbandelt, dass er nicht nur seine Sekretärin geheiratet hat. Er macht auch mit Tony Blair PR für zentralasiatische Republiken, wo sie die Medien in dem Land auf positiv tun. Also das, was in Wikipedia in England auch stattfindet. Es sind alles eigentlich skandalöse Verhältnisse, bei der unsere Wachhunde, die Medien, was sie sein sollten, laut bellen, anschlagen müssten und die Politiker dazu zwingen, etwas zu machen,
nichts dergleichen passiert. Der Vorwurf der Propaganda ist damit zurückgespielt zu uns. Also RT ist in England, also in USA abgeschaltet worden. Hier in Leipzig dürfen sie die Studios nicht mehr verwenden, weil sie ein Propaganda-Outlet der Russen sind. Man fragt sich dann, was ist Wikipedia? Von wem ist das Propaganda-Outlet? Ja. Also das wird immer gerne ausgeblendet, dass also unsere NATO-Medien, und dazu zähle ich wirklich Spiegel, Stern, Zeit und alle diese großen Medien, die von allen Leuten noch als objektiv wahrgenommen werden, das sind wirklich Medien, die die Position der NATO vertreten oder dieser transatlantischen Gruppierung. Oder wie in der Anstalt, von die Pressestelle der NATO sind. Ja, genau, das ist das Zitat aus der Anstalt. Also die werden von keinem als Propagandamedien dargestellt, obwohl es wirklich pro-NATO-Propaganda ist, also Werbung für die NATO ist. Und da regt sich keiner drüber auf, aber wenn halt Medien wie Sputnik oder wie RT von sich aus ganz klar sagen, na klar, wir zeigen die russische Sicht auf die Welt, dann ist es plötzlich Propaganda. Ich frage mich, wird hier eventuell mit zweierlei Maß gemessen? Nicht eventuell, ganz sicher. Also wir haben ja auch Sender wie Deutsche Welle, die exakt genau, ähnlich auf strukturiert sind wie RT. RT ist nun mal sozusagen die russische Stimme in die Welt, und die Deutsche Welle ist genauso konstruiert worden. Übrigens auch die BBC, die zwar öffentlich-rechtlich ist, aber auch diese Aufgabe hat, ja, die britische Position in der Welt darzustellen. Jetzt würde man sagen, von verschiedenen Richtungen ist interessant. Eigentlich bräuchten wir China und Iran, müssten wir auch dazu haben, damit wir so einigermaßen ein Bild kriegen. Vielleicht auch Syrien, wäre ganz katastrophal, dass man mal einen verschiedenen Blickwinkel kriegt. Ja. Aber man sieht, die Manipulation geht in eine Richtung, die ist, und das war für uns ja ein entscheidendes Element. Wir haben es bisher nur induktiv gehabt, also oder nicht noch nicht mal induktiv, sondern nur durch Beobachtung. England sieht genau, englisches Wikipedia hat die gleichen Probleme. Jetzt haben wir es das auf dem Silbertablett serviert bekommen. Genau. Und damit komme ich wieder zu diesem schönen Buch von Jens Wernicke. Lügen die Medien? Und noch mit Fragezeichen versehen. Ich würde sagen, ja, die Medien lügen, mit Ausrufezeichen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei dir, Dirk. Wir sehen uns hoffentlich in 2 Wochen wieder. Bleiben Sie auf diesem Kanal und verpassen Sie nicht, wenn neue Informationen zu Philip Cross rauskommen in den nächsten Tagen. Davon gehen wir alle aus. Und wir selber haben auch noch ein paar kleine Bömpchen im... Pilzchen. Es wird Pilzchen geben. Ja, wir haben noch so wirklich ein paar kleine Knaller hier. Also die haben wir schon aufgearbeitet und die werden demnächst auch rauskommen. Das bezieht sich allerdings dann bei uns auf die deutsche Wikipedia, und wir beobachten alle mit Spannung, was in der englischen Wikipedia jetzt passiert. In diesem Sinne, schütten Sie uns mit Geld durch für unsere Arbeit. Das ist Schlusswort. Ja, Sie können gerne spenden. machen Sie das doch an die Gruppe 42 im Abspann. Sehen Sie dann, dass da auch ein Spendenkonto existiert, und bitte geben Sie einen kleinen Obolus an diese Gruppe, die kann es gebrauchen. Ja, bleiben Sie uns gewogen, und wir sehen uns dann hoffentlich in 2 Wochen wieder, wenn es heißt Geschichten aus Wikihausen. Bis dann. Servus.